Hallo und willkommen beim Spieldinos Adventskalender zusammen mit spieletastisch.de Türchen Nummer 18. Und heute wird es ein bisschen asiatisch, sag mal, asiatisch? Ja, asiatisch. Es wird ein bisschen kirschblütenmäßig und es geht um ein Stichspiel. Vielleicht weiß der eine oder andere jetzt schon, was gemeint sein könnte. Wenn nicht, zeigt es euch Melli jetzt einfach mal kurz. Es ist nicht das Kirschblütenfest. Nein, und nicht wundern, wenn Melli jetzt was Komisches sagt. Nein, ich sage überhaupt nichts Komisches. Und zwar geht es heute um dieses wunderbare Hagakure. Ein schickes Stichspiel, wobei wir nicht immer die Stiche machen mit der höchsten Zahl. Nee, es gibt auch eine Trumpffarbe und es gibt noch so einen kleinen Ärgerfaktor, indem man dem anderen noch was reindrückt mit solchen Blättchen. Wir haben es ja auch schon gespielt, es gibt auch ein Video dazu und die Frage dazu lautet einfach heute mal... Ich muss aber sagen, warum Melli. Ich sage euch erst, warum Melli euch die Frage stellt. Und zwar hat Mellis Mama wunderbar süß immer Hagakure dazu gesagt. Die Hagakure? Und die Frage ist jetzt, habt ihr auch so Spiele, die ihr immer nicht ganz korrekt, vielleicht auch lustig, gewollt oder ungewollt ausgesprochen habt? Ich hatte da so ein Problem, ne, mit dem Magnificent. In der Zwischenzeit, wenn ich mich drauf konzentriere, schaffe ich es zumindest raus. Und die Quacks von Quedlinburg kennen wir schon, aber da gibt es noch das ein oder andere Spiel, wo wir immer noch nicht wissen, wie es heißt. Zum Beispiel Rajas oder Rajas of the Ganges und. Also kennt ihr solche Spiele oder habt ihr auch so einen Running Gag, wo ihr ein Spiel komplett anders nennt, wie es eigentlich heißt? Genau, schreibt uns das rein und ihr nehmt automatisch an Hagakure Gewinnspiel teil. Jetzt muss ich aufpassen, nicht Hagakure sagt. Das war's für heute. Ja. Wir wünschen euch, drücken euch wie immer die Daumen und sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Ciao. Ciao.